So, kleine Testaufnahme hier. Nur eine kleine Aufnahme, um zu gucken, ob ich denn vielleicht Minecraft wieder flüssig aufnehmen kann. So. Hallo, Testaufnahme. Game-Modus, mache ich aber mal Hardcore. So. Create New World. Das ist jetzt, wie gesagt, eine kleine Testaufnahme. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob die hochgeladen wird. Wenn sie gut ist, wird sie hochgeladen. Das werdet ihr ja sehen. Wenn ihr das ja seht, dann wurde sie hochgeladen. Also, denke ich mal, ist ganz klar. So, Generating Level. Da sehen wir schon. Wir sind in der Welt von Minecraft. So, hepp, hepp, heppa, heppa. So. Ich gucke jetzt mal Options, Video Settings. Moment, wo ist es das? Auto, Small, Normal, Large. Ich will es eigentlich auf Normal haben. Large ist mir definitiv zu large. So gefällt mir das gut. Hallo ihr Schafe. Wie geht's euch denn so? Ja. Wie gesagt, ich möchte ein bisschen auf einfach nur so ein bisschen aufnehmen, um zu gucken, wie läuft denn die Aufnahme, wie flüssig kann ich aufnehmen. Also vielmehr kommt da wieder Tonverzögerungen. Oder immer noch Tonverzögerungen. Das wäre schade. Was kann ich erzählen? Ich kann jetzt so ein bisschen darüber erzählen, dass ja, es ist ja jetzt die neue Minecraft-Version rausgekommen. 1.1, Moment, F3, da müsste man es sehen können. Da oben links steht Minecraft 1.1. Da habt ihr auch den Seed, falls ihr ihn denn haben wollt. Moment. Ach ja, ist jetzt sowieso Hardcore. Das da unten wird irgendwo jemand drin sein. Aber noch will ich da eindeutig nicht rein. So, sprinten wir ein wenig. Hier durch die Landschaft. Wir sollten auch früher oder später mal was zu essen holen. Uns irgendwie was zu essen zu besorgen. So. Auf jeden Fall mache ich mir schon mal eine Werkbank. So. Und ein paar Werkzeuge. Erstmal ein Holzschwert. Und eine Holzspitzhacke. Das müsste erstmal reichen. So. Werkbank nehmen wir auch wieder mit. Da brennt was. Ist hier ein Lavasee, ha? Ja, hier ist ein Lavasee. Und dort brennt es. Feuer, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Feuer. So, ja. Sprung nicht geschafft. Schade. Hier lang. Hier hochspringen. Ach ja. Bei der 1.1 ist es jetzt ja so, Schafe fressen Gras. Da hat wahrscheinlich gerade. Da sieht man's. Da hat ein Schaf Gras gefressen und Wolle von den Schafen wächst nach. Außerdem habe ich gehört, soll es jetzt Strände geben und die Farbübergänge zwischen den Biomen soll sanfter sein. Nicht so abrupt. Ich meine, hat man's ja gesehen, dass da der eine Block hatte ein richtig sattes Grün. Das Gras und der andere Block war dann schon total abgegammelt. So, dort hinten sehe ich Schnee. Aber es sieht mir tatsächlich nur nach einem klein wenig Schnee aus. Gucken wir mal. Gucken wir uns mal das Schneegebiet neben der Wüste an. Ich muss zugeben, das ist jetzt zwar nicht die 1.8, aber ich war mit der 1.8, als ich rauskam, ziemlich enttäuscht. Ich meine. Die Dörfer waren zwar da, aber es waren keine NPCs da. Die Experience Points waren zwar da, aber man konnte nichts damit machen. Und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass das Ganze mehr wird. Ich meine, ja, keine Ahnung. Normalerweise sind die bei Mojang so schnell im Entwickeln mit ganz viel wirklich coolen Sachen. Und bei der 1.8 ist denn kaum was gekommen. Selbst von der 1.8 bis jetzt, so die Entwicklung, da ist zwar auch dann einiges gekommen, aber immer noch kaum was. Da sind zwei NPCs, aber die kannst du auch in eine Tonne kloppen, weil die nichts machen. Die Grafik ist ein bisschen besser. Ja gut, man kann sprinten, es gibt den Hardcore-Modus gut und essen, aber das ist alles, denke ich mal, nicht so schwer zu programmieren, weil man dann programmieren kann. Und
Der World Generator wurde überarbeitet, ja. Gut. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es zum Beispiel Fische gibt, dass man Fische sehen kann, dass man so ein bisschen Wellenbewegung auf dem Wasser sieht. Das muss ja nicht 3D sein, aber so, dass sich so helle Pixel praktisch in Ufernähe hin und her schieben. Dass man das Rauschen hört, dass man irgendwie Vögel hört, dass es Vögel gibt, dass man, wie gesagt, dass man Fische sieht, dass es sowas wie Piranhas vielleicht in den Sumpfgebieten gibt. Und wenn man angelt, dass man dann tatsächlich in so einen Teich reinwirft und dann sieht, wie da so ein Fisch hingeht. Und keine Ahnung. Dann hätte ich mir gewünscht, dass man mit den NPCs irgendwie handeln kann oder dass man sich mit denen anfreunden kann oder gegen die Krieg führen kann oder sowas in der Art. Also, weiß nicht. Dafür, dass sie so viel Zeit gebraucht haben und dafür, dass dass man so hohe Erwartungen von diesem Update hatte, kam da irgendwie nichts. Fand ich ein bisschen schade. Ich habe schon, als ich das. Ich habe denn. Das Pre-Release kam dann hier raus. Ich habe dann geguckt. Pre-Release, ja, okay. Mache ich einfach mal. Gucke ich mal rein. Schöner Baum hier übrigens. Aber da habe ich da auch schon gedacht, wie, das ist alles. Das kann doch nicht alles sein. Und dann kam ja die Hauptversion raus. Gut, ich meine, da war halt die große. Das große 1.8-Update war vorher da. Aber naja. Außerdem mit der 1.8 sollte es sich ja mehr lohnen, nach draußen zu gehen. Zu erkunden. Aber ich finde, das kommt nicht so wirklich rüber. Man kann immer noch. Es lohnt sich nicht viel mehr. Also man muss jetzt rausgehen, um Essen zu kriegen, aber weiß ich. Dafür muss man ja nicht erkunden. Also nach wie vor finde ich, dass sich das Erkunden nicht besonders lohnt, außer des Erkundenwillens halt. Der einzige Grund, warum ich erkunde, ist wirklich, weil ich erkunden möchte. Ansonsten braucht man das nicht wirklich. Oh, hier ist eine Treppe. Okay. Führt das auf einen Dungeon? Nein. Also diese Dungeons, natürlich ist der Dungeon cool und es ist auch gut, dass es ein Ende gibt, aber. Ja, obwohl das Ende ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil vor allen Dingen ist es auch ziemlich schwer erreichbar. Das dauert, denke ich mal, lange, bis man da überhaupt hinkommt. Und ich glaube, dass der Endkampf vielleicht sogar ein bisschen zu schwer ist. Also ich habe ihn wirklich in Creative-Modus gemacht. Einfach, weil ich es mal gemacht haben wollte, so. Und ich hatte nicht viel Zeit, deswegen habe ich schnell im Creative-Modus da mal reingeschaut. Und, selbst im Creative-Modus hat es ja ziemlich lange gedauert. Und wenn man das denn ohne Fliegen und ohne Unsterblichkeit machen möchte, dann weiß ich nicht, wie das gehen soll, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das ist dann doch schon tatsächlich ein bisschen schwer. So. Ich möchte jetzt eben was probieren. Ich möchte einfach nur eine Tür bauen, weil ich möchte ja letztendlich auch einfach nur einen kleinen Test machen, ob ich synchron aufnehmen kann. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so sehr über die Updates reden, die da gekommen sind und wie gut die waren, beziehungsweise wie nicht gut. So. So, ich denke mal, das war's dann auch schon für diesen Test. War, wie gesagt, nur eine kleine Testnahme und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Das wollte ich jetzt nochmal eben schnell zeigen, was ich gerade eben gesehen habe. Fällt euch das auf, dass es noch die gleiche, ja, die gleiche Aufnahme, aber die gleiche Welt vor allen Dingen. Aber es sieht alles ein bisschen anders aus hier, ne? Es liegt daran, ich save cool to title, cool packs, bottom biomeless text, .zip, texture pack. Das hat Minecraft mitgeliefert, definitiv. Das habe ich da nicht reingepackt. Ich gehe mal hier, ich guck mal hier, was biome text, .zip ist. Und gehe mal in die gleiche Aufnahme rein. Ich wollte mal den Unterschied eben sehen. Oh. Ziemlich grau. Das ist wahrscheinlich die Standardfarbe sozusagen fürs Gras und so weiter. Und dann wird ja durch die Biomberechnung und so weiter da noch alles Mögliche raufgepackt. Aber dieses Biom-Less-Text, das gefällt mir ziemlich gut. Weil das denn ja, das hier meine ich. Weil es sieht denn ja halt so aus wie das originale Minecraft, wie das ganz alte Minecraft. Das finde ich irgendwie toll. Naja, gut. Ich schnitzel das auch fertig. So,
Das war's dann aber auch für diese Aufnahme. Bis denn.